Perfekt! Auf zur Project Rainbow Nähmaschine! Okay, unterbrecht mich, wenn euch was Besseres einfällt, aber ich habe eine Vision davon, wie Lunas Outfit aussehen muss. Das hat jetzt schon Kultstatus. Ich mag den Schnitt. Ausgefallen und edgy. Irgendwie ist das von allem etwas. Eine Art Mischmasch von Designs. Naja, das soll es auch sein. Wir haben uns von vielen Werken inspirieren lassen. Wirkt das nicht etwas unstimmig? Hab Vertrauen, okay? Die Designer wissen, was sie tun, Delfina. Hey, alles gut? Du hattest recht. Wir hätten uns nur von einem Werk inspirieren lassen sollen. Es ist noch nicht zu spät. Ich meine, es sind so viele. Wie suche ich mir da eins aus und weiß, dass es das Richtige ist? Es ist das Richtige, wenn du dadurch etwas empfindest. Das hier zum Beispiel. Meine Mutter hat massenweise Porzellanteller wie diese hier. Die standen bei uns bei jedem Familienessen auf dem Tisch. Und das erinnert mich an zu Hause. Es fühlt sich nach Heimat an. Ja, und naja, man merkt direkt, dass dein Outfit davon inspiriert ist. Oh, warte. Okay, Leute, wir fangen von vorn an. Aber diesmal habe ich eine Vision. Aber die Zeit ist fast um. Wir haben nur noch eine knappe Stunde. Nein, wir schaffen das. Ich glaube an uns und an unser Model. Vertraut mir. Das fühlt sich so richtig an. Okay, perfekt. Dieses Team funktioniert nicht. Kommt schon, wir schaffen das. Wir müssen uns nur gegenseitig vertrauen. Und wie stellst du dir das vor? Ich habe eine Idee. Vertrauensfall! Oh. Seht ihr? Jetzt vertraue ich euch. Sehr witzig. Ich bin dran. Vertrauensfall! Also, was sagt ihr? An die Arbeit? Ich sag's euch, Leute. Mit einem Rainbow-Ballkleid gewinnen wir ganz sicher. Rainbow Schmainbow. Ich wäre auch für ein Kleid, aber wie wäre es, wenn es weiß ist? Völlig frei von Farbe. Oder schwarz. Das wäre auch gut. Ein Kreis steht auch für Unendlichkeit. Ja, das sollten wir auf jeden Fall mit einbauen. Wie wär's mit dem Kreislauf des Lebens? Gefällt mir. Genial. Wow. Also, was genau ist deine Idee? Zwei Worte. Poppy Rowan. Ich bin ein Riesenfan von Poppy Rowans Schmetterlingskleid. Schmetterlinge stehen für den Kreislauf des Lebens. Eine Raupe verpuppt sich und wird neu geboren. Also, ich habe eine super verrückte Idee für ein Kleid. Unser Team wird diese Challenge mit Lynx meistern. Ach, mir geht der Faden aus. Kein Stress, fang! Letzter Saum. Letzter Schmetterling. Wir sind fast fertig. Legt euer Nähzeug weg. Die Zeit ist um. Yes. Okay. Wir haben es geschafft. Es sollte eigentlich ein Partykleid werden. Es ist viel zu casual und unförmig. Ja, und sowas Ähnliches haben wir schon mal gemacht. Ich sage, wir vergessen das Partykleid und machen lieber ein Ballkleid. Ja, und aus dem überschüssigen Stoff könnten wir eine Schleppe machen für einen super dramatischen Effekt. Damit würden wir die Konkurrenz sicher in den Schatten stellen. Okay, unser Kleid muss etwas aussagen. Also könnten wir doch einfach irgendwas Gewagtes darauf sticken. Oh, ja. Wie wäre das? Oder vielleicht das? Ja, perfekt. Auf zur Project Rainbow Nähmaschine. Ach, stellt euch mal nicht so an. Das liefert doch so viel Inspiration. Man kann so viel daraus machen. Ich denke an Haute Couture und Dollarzeichen. Okay, Shadow High, wir schaffen das. Sanddollars sind mega. Meine Mom hat mir einen von ihrem Trip nach Hawaii mitgebracht und seitdem habe ich ihn als Glücksbringer.